Bundesbankpräsident Weidmann kritisiert die jüngsten Finanzhilfen der Europäischen Zentralbank. Die EZB hatte von der Schuldenkrise gebeutelten Banken erneut Geld geliehen, insgesamt mehr als 500 Milliarden Euro. Die Konditionen seien sehr generös geraten, sagte Weidmann dem Spiegel. Das vermittele kurzfristig Ruhe, eine Ruhe, die trügerisch sein könnte. Weidmann äußerte Zweifel an den Sicherheiten, die die Banken hinterlegen. Auf dem Landesparteitag der Linken in Mecklenburg-Vorpommern hat sich die Bundespräsidentschaftskandidatin Beate Glasfeld heute der Basis vorgestellt. Sie sprach sich für eine schnelle Verurteilung rechter Gewalttäter aus und forderte ein Verbot der NPD. Die 73-Jährige ist für ihr jahrzehntelanges antifaschistisches Engagement bekannt. Während Glasfeld von der Linken nominiert wurde, unterstützen alle anderen Parteien die Kandidatur von Joachim Gauck für das Bundespräsidentenamt. In Münster haben etwa 5000 Menschen weitgehend friedlich gegen einen Neonazi-Aufmarsch demonstriert. Unter dem Motto "Keinen Meter den Nazis" protestierten sie gegen Rechtsextremismus. Schätzungen der Polizei zufolge waren etwa 350 Neonazis nach Münster gekommen. Sie wurden von Beamten zum Startpunkt des Aufmarsches begleitet. Bei Auseinandersetzungen mit der Polizei gab es mehrere Verletzte. Im italienischen Grosseto ist heute das Beweisverfahren zur Havarie der Costa Concordia eröffnet worden. In der nicht öffentlichen Anhörung wurden zunächst Sachverständige bestimmt, die die Unglücksnacht rekonstruieren sollen. Der Kapitän des Schiffes muss sich unter anderem wegen fahrlässiger Tötung, Schiffbruchs und vorzeitigen Verlassens des Kreuzfahrtschiffs verantworten. Seit Generationen hat es einen solchen Prozessauflauf in Grosseto nicht gegeben. Im Stadttheater von Grosseto kamen heute Vormittag Überlebende, Anwälte, Richter und Sachverständige zusammen, um Beweismaterial vorzulegen, auszutauschen und Prozessfragen zu besprechen. Zur Beweisaufnahme war die Presse nicht zugelassen. Zur heutigen Verhandlung erschien der Unglückskapitän Francesco Schettino nicht. Er fürchte um sein Leben, teilten seine Anwälte mit. Über Schettinos Verhalten in der Unglücksnacht kommen immer belastendere Details ans Licht. Fahrlässige Tötung, Schiffbruch und vorzeitiges Verlassen der Brücke, so die bisherigen Anklagepunkte der Staatsanwälte. Die dramatischen Ereignisse der Unglücksnacht standen heute im Mittelpunkt. Der Kommandant ist zusammen mit vier Offizieren in Richtung Schiffsbug gerannt. Dann sind sie in ein Rettungsboot gesprungen. Uns ließen sie an Bord zurück. Schwere Vorwürfe richten die Überlebenden auch gegen die Reederei Costa. Ich will begreifen, warum die Reederei Costa den Kapitän Schettino, der nur Schaden anrichtet, auf ihren Schiffen überhaupt fahren lässt. Die Reederei selbst weist alle Vorwürfe zurück. Wir sind in keiner Weise für das Unglück verantwortlich. Ausgehend von dem, was wir bisher wissen, haben wir alles, was nur irgend möglich war, getan. Heute Morgen lag die Costa Concordia im Nebel vor der Insel Giglio. Es wird noch viele Verhandlungstage dauern, bis man klar sieht. Knapp zwei Jahre nach der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko will der BP-Konzern zehntausenden privaten Klägern Entschädigungen zahlen. Das Unternehmen einigte sich nach eigenen Angaben mit Fischern und anderen Betroffenen auf eine Gesamtsumme von 7,8 Milliarden Dollar. Nach der Explosion der Bohrinsel Deepwater Horizon im April 2010 waren hunderte Millionen Liter Öl ins Meer geflossen. 11 Menschen kamen ums Leben. Über weite Teile der USA ist eine Tornadoserie hinweggezogen und hat mindestens 36 Menschen in den Tod gerissen. Mehr als 80 Wirbelstürme brachen über das Land herein, von der Mitte bis in den Süden. Ganze Dörfer wurden dem Erdboden gleichgemacht, Feuerwehrwachen, Schulgebäude und Gefängnisse schwer beschädigt. Rettungskräfte suchen weiter nach Verschütteten. Besonders hart getroffen sind die Staaten Kentucky und Indiana. Es war, als öffneten sich die Tore zur Hölle. So beschreiben Augenzeugen die gefährlichen Wirbelstürme. Stundenlang fegen sie über den mittleren Westen und hinterlassen eine Schneise der Verwüstung. Windgeschwindigkeiten von bis zu 260 Stundenkilometern, Hagelkörner so groß wie Golfbälle, 83 Tornados an nur einem Tag. Samantha Snell hat überlebt, aber ihr gesamtes Hab und Gut ist begraben unter einem Berg von Schutt und Bäumen. Ihr habt 11 Minuten, haben sie im Fernsehen gewarnt. Innerhalb von 2 Sekunden kam der Sturm und hat mein ganzes Haus aus dem Fundament gehoben. Von der Golfküste bis zu den großen Seen im Norden wüten die Wirbelstürme und reißen viele Menschen mit in den Tod. Wer Glück hat und schnell genug ist, kann sich in einen der Schutzräume flüchten. Ich rannte raus in den Sturm, drehte mich um und mein Haus war weg.
Während die Menschen ihre Häuser notdürftig reparieren, suchen Helfer noch immer nach Überlebenden. Dass es schon so früh im Jahr so viele Wirbelstürme gibt, könnte mit dem milden Winter hier zusammenhängen, vermuten Meteorologen. Für sie kein gutes Zeichen, denn die Tornadosaison hat gerade erst begonnen.